Servus Leute, wir sind jetzt gerade unterwegs nach Zwiesel. Wir fahren heute in das Leistungszentrum von Nils und da werden wir heute ein anständiges Schultertraining raushauen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Video. Bis dann. So, also wir sind jetzt natürlich gut angekommen hier in Zwiesel. Wir sind jetzt im Leistungszentrum, das ist der Nils. Und jetzt nochmal kurz zum Nils. Der Nils wird euch jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ja, herzlich grüßt euch. Schön, dass ihr euch gekommen seid. Wir kennen uns ja doch jetzt schon eine Zeit und seit der Süddeutschen Bayerischen Meisterschaft genau in Gesthofen. Zum Studio kurz, so als das Leistungszentrum Zwiesel, Vitalo, gegründet. November 2010 von mir. Ich selber mache Wettkämpfe seit 2007. Bin da in der Männer 1 gestartet, bis 70 Kilo immer wieder gesteigert. Jetzt ein bisschen Pause, sag ich mal, wegen meinem zweijährigen Buben. Ja, und früher waren wir eh mit 10 Athleten am Start. Zwei und dann, sag ich mal, haben es nicht bis zum Schluss geschafft. Gut, das ist leider so. In unserem Sport ist, sag ich mal, nicht so einfach, dass ich sage, ich trainiere einmal in der Woche. Und fahre jetzt Samstag auf den Wettkampf, das funktioniert nicht so geil. 24 Stunden Lifestyle, das ist das. Das komplette Leben der Logistik. Und wir fangen jetzt dann langsam mit dem Training an. Ich bin schon gespannt, Nadine natürlich auch. Und ja, viel Spaß erst einmal. Ich nehme halt die Übung aber generell her, weil es das komplette System ist. Das ist auch, wenn man gibt es nicht. Unser Schultertraining, das erste in Nadine. Nadine ist neues Mitglied im Vitalo Allstars Team. Wir machen zusammen Vorbereitung für den Frühjahr 2016 in der Bikini-Klasse. Voraussetzungen, glaube ich, sind gut. Noch mal kurz zum Nils. Also der Nils ist kein, der Nils ist kein Schlägertyp. Ab und zu. Ab und zu. Sag mal, was du eigentlich hauptberuflich machst. Ich bin hauptberuflich bei der Bundespolizei und bin Einsatztrainer. Ich habe einen Lehrgang gehabt und mein Lehrgangskollege, der Michi, Athlet von mir. Dann haben wir ein bisschen gekämpft, realistisch, und dann habe ich halt einen leichten Hat, kann ich direkt, aber ist nicht dramatisch.